Morgen. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe ausgeschlafen, es ist Freitag. Ich muss nicht mehr zur Arbeit, das heißt, ich habe Wochenende! Ja, sehr geil. Heute steht allerdings einiges auf dem Programm. Weil dem Ablesedienst irgendwas gefehlt hat, kommt der nämlich heute nochmal. Ich werde jetzt aber nicht mehr die Spüle unten freiräumen. Ihr kennt das ja, was da unten für ein Scheiß drin war. Dann habe ich nachher ein bisschen Fahrdienst. Mein Kleiner geht heute zu einer Übernachtungsgeburtstagsparty. Als einziger Junge zu einem Mädchen. Ob ich mir Sorgen machen muss? Na, ich glaube nein. Ja, und nachher fahre ich nochmal kurz Angies Tochter von einem Geburtstag abholen, weil Angie ja heute quasi ihren ersten Auftritt hat und das selber nicht machen kann. Und es wird so gegen 7 sein, das heißt, es ist dunkel und Mädchen allein im Dunkeln in der Stadt, nein. Deshalb fahre ich da vorbei, hole sie schnell ab, bringe sie nach Hause. Ja, das steht an. Dann mein Großer kommt nachher, der hat auch schon angemeldet. Papa, ich will mit dir Filme gucken. Der ist so, glaube ich, auf meiner Schiene langsam. Und ja, was steht noch an? Eigentlich müsste ich ein Paket wegbringen, was ich mir mal gekauft habe. Ich habe mir den Logitech Hub gekauft und wollte den mit meiner Alexa hier, ich muss aufpassen, was ich sage, ein bisschen verwenden. Aber was sich gezeigt hat, ist, dass das nicht hundertprozentig funktioniert von der Fernsteuerung und sowas. Und dafür war es mir zu teuer und deshalb schicke ich es zurück. Das sind so meine Pläne. Mal sehen, was ich davon auf die Reihe kriege und was nicht. Okay, es gibt ein paar Sachen, die müssen klappen. Jetzt werde ich erstmal staubsaugen, denke ich. Alexa, sage Niato zu reinigen. Staubsaugen leicht gemacht. So, jetzt muss ich eigentlich meinen Kleinen zum Geburtstag fahren. Der war eben auch schon da. Auf die Frage, hast du auch das Geschenk? Ich muss nochmal schnell rüberrennen. So, super. Bringt natürlich meine Planung auch komplett wieder aus dem Rhythmus. Aber egal, sobald er jetzt gleich da ist, düsen wir los. Gut, der Kleine ist abgesetzt und ja, der Ablesedienst war noch nicht da. Angesetzt war das Ganze auf, Moment, lass mich nicht lügen, 15 Uhr bis 15.30 Uhr und jetzt haben wir es kurz vor 5. Finde ich einen immensen Zeitsprung. Ja, aber also ich habe den Kleinen weggefahren, aber in der Zwischenzeit war der Große hier und hat aufgepasst, dass wenn jemand kommt, dass jemand da ist. Aber nützt ja alles nichts. So, gut. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal eine Kleinigkeit essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, heute ist ja verhältnismäßig gutes Wetter draußen. Ich hatte gestern, beziehungsweise, nein, heute Morgen, als ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, im Radio Nachrichten gehört. Und ja, da ging es um das Sturmtief Friederike, glaube ich, ja, so hieß es. Und ja, dass das ja unheimlich krass gewesen sein muss. Und ja, es war irgendwie der schlimmste Sturm seit 10 Jahren. Also selbst schlimmer als dieser dramatische Sturm Kyrill früher mal. Ja, und es haben 6 Menschen leider den Tod gefunden. Was krass. Also so heftige Wetterbedingungen haben wir doch eigentlich normalerweise nicht. Ja, wenn dann die Bäume umstürzen. Ich habe jetzt mal auf YouTube so ein bisschen geschaut und das, was ich jetzt erstaunlich fand, ich habe mal in die Trends reingeguckt, gucke ich sonst nicht so rein, aber da ist ja echt jedes zweite Video ist über das Sturmtief Friederike. Puh, ja. Das ist das, was Deutschland beschäftigt hat jetzt wohl. Mann, Mann, Mann. Naja, gut.
Angie hat gerade noch angerufen. Die fährt jetzt zu ihrem Auftritt. Ja, den ersten werde ich jetzt nicht sehen. Ich sehe das morgen und euch nehme ich auch mit. Ich muss mein Kostüm jetzt nochmal zurechtlegen und schauen, dass das wirklich so funktioniert, wie ich das will. Aber ich werde es euch trotzdem heute noch nicht zeigen. Wer mein Kostüm sehen will, der muss morgen einschalten. Boah, ich bin fies. Ah, okay. Naja, mal sehen. Ich kram mal mein Kostüm raus und schaue, dass das in Ordnung ist. Gerade kam die WhatsApp. Ich kann jetzt die Tochter von Angie abholen. Geburtstag ist wohl zu Ende. Ja, und es ist wirklich die bessere Entscheidung. Draußen ist es stockduster. Von da an werde ich die jetzt abholen und zu Hause absetzen und dann wieder hierher fahren. Ja, und dann bastel ich an einem kleinen Stück für die Storytime, was ich so im Kopf ausgesponnen habe und aber bisher noch nicht gemacht habe. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Wenn es mir gelingt, dann seht ihr das ja morgen in der Storytime. Nein. Wenn es mir gelingt, dann habt ihr das gestern in der Storytime gesehen. Oh Gott! Taxiunternehmen Schneider ist auf dem Weg. Woo! Los geht's. Ja, oh Gott, mein Kostüm liegt hier schon und die Katze hatte wieder Angst. Spontan, dicken Schwanz, also es ist ein furchterregendes Kostüm. Ich zeig's euch morgen. Ich bin sehr hippelig. Ach ja, gut. Ansonsten, ich freue mich, dass es Wochenende ist und Nachtschichtwoche ist rum. Das ist immer schon mal schön. Nächste Woche geht's weiter mit früh. Da habe ich mittags immer frei. Finde ich sehr gut. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen passiert auf jeden Fall mehr, weil morgen geht's ja zu Angies Karnevalssitzung. Bis denn. Ciao, ciao.